Grüß Gott, meine Damen und Herren. Haben Sie schon gehört? Das Internet wird abgeschaltet. Ja, das hat der Europäische Gerichtshof vor kurzem so entschieden. Also, wenn Sie noch etwas bestellen wollen im Onlineshop oder ein paar neue Freunde über Facebook finden, dann sollten Sie sich beeilen. Ja, nun gut, streng genommen hat der Europäische Gerichtshof nicht das Internet, sondern das Datenschutzabkommen Safe Harbor zwischen der Europäischen Union und den USA für ungültig erklärt. Die USA seien kein sicherer Hafen für unsere Daten. Sie wissen ja, die NSA, der amerikanische Geheimdienst, liest da alles mit. Weil aber im Grunde genommen der gesamte Datenverkehr irgendwo doch über amerikanische Server läuft, steht das Internet vor dem Aus. Und ohne Internet kein Internetrecht. Und damit wäre mein heutiger Vortrag bereits beendet. Vielen Dank. Aber halt, sagt man nicht, das Internet sei ein rechtsfreier Raum? Da gelte die normative Kraft des Faktischen? Schauen wir uns mal Beispiele an. Zum Beispiel Cybermobbing. Kann man bei all den Beleidigungen, Verleumdungen und dieser unsäglichen Hetze im Internet überhaupt von einem wirksamen Persönlichkeitsschutz sprechen? Oder das Tracking, kann man bei all diesen permanenten Abgreifen unserer Nutzerdaten und dem Erstellen umfassender Nutzerprofile überhaupt von einem wirksamen Datenschutz sprechen? Oder das File-Sharing, kann man bei diesen tausendfachen illegalen Downloads zum Beispiel von Musikdateien überhaupt von einem wirksamen Urheberschutz sprechen? Na gut, es gibt für alles das Gesetze, es gibt das Strafgesetzbuch, das Bundesdatenschutzgesetz, das Urheberrechtsgesetz. Aber im Kontext Internet werden die nicht richtig vollzogen. Ahndungen bei Rechtsverstößen sind im Promillebereich. Die Frage ist also, warum ist das eigentlich so? Warum hat das Recht im Internet keine echte Durchsetzungskraft? Und wie kommt eigentlich Gerechtigkeit ins Internet? Das möchte ich mit Ihnen in meinem Vortrag etwas besprechen, und zwar am Beispiel des Cybermobbing. Und zwar aus dem Blickwinkel des Internetrechts, des jüngsten aller Rechtsgebiete. Es liegt so im Schnittbereich zwischen Recht, Informatik und auch Ethik. Unsere Bundeskanzlerin würde vielleicht von Neuland sprechen. Manche meiner Kollegen halten das bis heute für ein Orchideenfach. Also ich selber liebe das Internetrecht, seit ich es im letzten Jahrhundert für mich entdeckt habe. Ja, wie wichtig das auch ist, sich gerade als Jurist mit Themen wie dem Internet und der Digitalisierung zu befassen, das zeigt gerade der Fall Cybermobbing. Schauen Sie, allein in Deutschland sind es jeden Tag viele tausende Fälle, in denen Menschen, besonders junge Menschen, zutiefst beleidigt werden in Facebook, Twitter, über Blogs, WhatsApp, Foren, überall. Und diese Opfer leiden natürlich sehr. Und manche von ihnen nehmen sich sogar das Leben. Und der Staat, aber auch wir als Gesellschaft, schauen oft hilflos, aber auch tatenlos zu. Was man da vielleicht tun könnte, möchte ich Ihnen an einem konkreten Fall zeigen. Ich habe ihn selbst recherchiert aus Anlass des ersten internationalen Kongresses des Bündnisses gegen Cybermobbing. Und dort fand ich einen redaktionellen Artikel über das Thema Übergewicht bei Kindern. Und da schrieb eine Jessie in das anschließende Leserforum im Netz: Hallo, ich bin 11 Jahre alt, wiege 59 Kilogramm. Ich weiß, ich habe Übergewicht. Was soll ich tun? Die Kommentare, die darauf folgten, waren alle hasserfüllt, voller Häme. Ich zitiere: Du Jessie, ich hoffe, du brauchst keinen Kran. Fettes Flitschen. Du fette Hure. Du könntest dich doch bloß nur aufhängen. Meine Damen und Herren, überlegen Sie sich mal für einen Augenblick, es wäre Ihre Tochter, die so beschimpft wird. Das waren alles Straftaten, das sind Beleidigungen. Aber sie werden nicht verfolgt. Warum ist das so? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Einer wäre, dass die Beleidigungsdelikte Strafantragsdelikte sind. Das heißt, man muss einen Strafantrag stellen, damit sie verfolgt werden. Und diese Strafanträge unterbleiben oftmals aus Unwissenheit oder Resignation oder Scham. Und da könnte man ja bereits ansetzen. Man könnte dieses Antragserfordernis lockern und könnte Ermittlungen von Amts wegen ermöglichen, zumindest in den schwereren Fällen.
Aber man könnte das Ganze auch durchaus noch ergänzen mit technischen Möglichkeiten. Zum Beispiel die Betreiber solcher Online-Foren verpflichten, einen Meldebutton zu installieren, so einen Kasten, wo man draufklickt. Und dann werden alle Informationen automatisch dann an eine entsprechende Stelle geschickt. Die Beweise werden gesichert, die Beleidigung wird gelöscht und alles geht so seinen Gang. Das wäre schon mal eine Erleichterung. Setzt natürlich voraus, dass die Polizei dann wiederum nicht gegen Unbekannt ermitteln muss. Aber wir haben natürlich hier das Problem der Anonymität im Netz. Und was haben wir denn in unserem konkreten Fall? Wir haben Benutzernamen. Die hießen da Ratz und Wichsnase. Jetzt könnte man natürlich im Einwohnermelderegister das abgleichen. Das nutzt natürlich nichts. Was wir aber auch haben, das sind die IP-Adressen. Und da könnte man natürlich einen Abgleich machen, indem man die IP-Adressen dann, das sind Adressen, muss ich dazu sagen, die dem Rechner sozusagen identifizieren, der da auf diesem Server sich verbunden hat. Und der Provider kennt dann auch die Kundendaten und kann das Ganze verknüpfen. Solange die IP-Adressen gespeichert sind. Die werden aber in aller Regel innerhalb weniger Tage gelöscht. Jetzt werden Sie vielleicht denken, hoppla, hat da nicht kürzlich der Deutsche Bundestag die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt? Vielleicht gerade zu solch einem Zweck? Nun ja, fast. Er nennt sie jetzt Höchstspeicherfrist. Aber sonst hat sich da nicht viel geändert. Und dieses Gesetz wird genauso vom Bundesverfassungsgericht wieder aufgehoben wie das Vorgängergesetz. Und im Grunde genommen ist es auch richtig, so der Europäische Gerichtshof hat im letzten Jahr ganz deutlich gesagt, dass diese massenhafte Überwachung, die Bevölkerung unter Generalverdacht zu stellen, alle Verkehrsdaten zu speichern, sogar den Inhalt einer SMS, dass das unverhältnismäßig ist. Also wir kommen da nicht weiter mit dieser Frage. Es bleibt anonym. Jetzt gibt es Politiker und die Kirchen, die fordern einen Klarnamenzwang, also Anonymität per Gesetz verbieten. Das ist allerdings genauso unsinnig wie auch unzulässig. Unsinnig deshalb, weil das Internet seit 20 Jahren davon lebt, dass es einfach ist, unkompliziert ist. Soll man wirklich bei jeder Interaktion, bei jedem Surfen im Internet sich mit dem elektronischen Personalausweis authentifizieren? Das wird kein Nutzer richtig mitmachen. Ist auch egal, es wäre eh unzulässig. Es verstößt nämlich gegen das Grundrecht auf anonyme Internetnutzung. Das Recht gibt es, das haben die höchsten Gerichte mehrfach bestätigt anlässlich dieser Bewertungsportalentscheidungen. Und es ist ja eigentlich auch richtig, dass man seine Identität nicht preisgeben muss im Internet. Zum Beispiel als Schüler beim Lehrerbewertungsportal Spick mich. Oder als Patient bei der Ärztebewertung. Oder als Nutzer in einem HIV-Forum. Oder bei den anonymen Alkoholikern. Nomen est omen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, naja, das sind ja auch berechtigte Fälle. Man müsse unterscheiden zwischen berechtigter Anonymität und nicht berechtigter Anonymität. Ah, ich verstehe. Sie meinen also ein bisschen anonym. So wie ein bisschen schwanger. Naja, Klarnamenzwang kraft Gesetzes zu fordern, das ist ja so, als würde man vom Täter verlangen, dass er am Tatort seine Visitenkarte hinterlässt. Das funktioniert halt irgendwo nicht. So gesehen also haben wir höchstens die Frage, ob der Datenschutz dann nicht zum Täterschutz mutiert. Ich meine nicht. Im Grunde genommen ist es ja nicht so, dass das Recht die Täter schützt. Es verfolgt sie nur nicht um jeden Preis. Das heißt, das ist gerade das Wesen des freiheitlichen Staates gegenüber einem Polizeistaat. Sehen Sie das Dilemma? Wir haben auf der einen Seite den Persönlichkeitsschutz der Cybermobbing-Opfer, auf der anderen Seite den Persönlichkeitsschutz und Datenschutz der Internetnutzer. Und in dieser Situation hilft das Strafrecht nur bedingt weiter. Wir müssen tiefer ansetzen. Wir müssen im Grunde genommen dafür sorgen, dass die Menschen sich anders verhalten. Das Internet ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Mobbing gibt es doch schon seit langem. Auch vor dem Internet, auf den Schulhöfen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Mobbing ist im Grunde genommen ein Zeichen des Fehlens von Einfühlungsvermögen, Empathie. Und das Internet zeigt dies eben ganz deutlich. Wenn wir was ändern wollen, dann brauchen wir so etwas wie digitale Empathie. Und diese digitale Empathie, die schaffen wir natürlich nur, wenn wir das Gute im Netz mit dem Guten im Menschen verbinden. Wir müssen Vorbilder schaffen, viele Vorbilder wie in einem Schneeballsystem. Und dann könnten wir zum Beispiel den Opferschutz stärken. Wir müssen uns auf die Seite der Cybermobbing-Opfer stellen, statt diese zu ignorieren oder ihnen zu sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur im Internet. Das verletzt sie ein weiteres Mal, vielleicht sogar schlimmer. Stattdessen könnten sie sagen, es gibt doch so viele von diesen Taten, wie ich eingangs zitiert habe, aber seien Sie ehrlich, es gibt doch noch viel mehr Menschen, die sich sozusagen auf die Seite der Opfer stellen könnten und dann nennen sie das von mir aus Solidarität oder Nächstenliebe gerne auch.
Aber ich gehe noch weiter. Wir müssen unser Bildungssystem radikal verändern. Wir müssen in die Schulen das Internet bringen, von der guten Seite. Auch mit der IT, mit allem drum und dran. Damit die Schüler dann auch lernen, damit Sinnvolles anzustellen. Damit sie auch lernen, dass auf der anderen Seite nicht Figuren aus Computerspielen sind, keine Avatare, sondern richtige Menschen, die auch fühlen. Und dann haben sie so etwas wie Medienkompetenz, gepaart mit digitaler Ethik. Natürlich altersgerecht aufbereitet. Und dann haben wir natürlich immer noch am Ende vielleicht Beleidigungen im Netz, aber es sind weniger. Und wir schauen auch nicht mehr tatenlos zu. Tja, lassen Sie mich zum Schluss die Ausgangsfrage nochmal aufwerfen. Wie kommt mehr Gerechtigkeit ins Internet? Das ist dann der Fall, wenn alle dazu beitragen. Der Staat, indem er verzichtet darauf, unsinnige und unverhältnismäßige Gesetze wie die Vorratsdatenspeicherung zu machen und stattdessen Freiheit sichert und Fairness fördert. Aber auch die Internetunternehmen, die ihre Dienste und Portale so gestalten können, dass sich das Gute besser entfalten kann und das Böse eher verdrängt wird. Und schließlich wir alle als Menschen müssen mehr wachsam sein. Wir müssen mehr auf unsere Mitmenschen schauen, auch und gerade im Internet, damit dieses nicht abgeschaltet wird. Das Internet ist nicht schuld am Cybermobbing. Im Gegenteil, es ist dessen wichtigster Zeuge. Und was Jesse betrifft, ich habe noch am gleichen Abend, als ich das im Netz gelesen hatte, dafür gesorgt, dass diese Beleidigungen gelöscht werden. Vielen Dank.